Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Warnung. Heutzutage fordert der Herr von uns ein ähnliches Verhalten und eine Zusammenarbeit mit ihm. Darüber können wir im Tagebuch der Liebesflamme Folgendes lesen. Weißt du, die große Sünde der Welt ist die Vernachlässigung meiner Eingebungen. Das und auch die Lauheit der mir geweihten Seelen sind der Grund, weshalb sie im großen Dunkel wandelt. Sie könnten mir behilflich sein, aber nicht einmal sie halten sich diese große, gefährliche Lauheit vor Augen. Ich bitte dich, dies deinem Seelenführer mitzuteilen. Den Wunsch meines Herzens möge er und alle, die mit Seelenführung betraut sind, befolgen. In vermehrtem Maß auf meine Eingebungen zu hören und auch die Seelen auf deren Bedeutung aufmerksam zu machen. Ohne diese Einstellung kann man nämlich kein geistliches Leben führen. Mögen die Seelenführer noch so eifrig sein, die Vernachlässigung meiner Eingebungen wird die Verkümmerung ihrer eigenen Seele und der ihnen anvertrauten Seelen zur Folge haben. Das aufopfernde, enthaltsame Leben und die Treffen in der Gemeinschaft bringen Früchte für uns und für die Menschen, denen wir begegnen. Die den Priestern anvertrauten Seelen erlangen Erkenntnis und verstehen die Bedeutung der Eingebungen. So entsteht eine vertikale sowie horizontale Bauarbeit in der Hierarchie der Gemeinschaft. Im Leben gibt es Begegnungen, durchwoben mit schlechten Beispielen und Skandalen. Es muss jemanden geben, mit dem wir unsere Erfahrungen besprechen können. Nicht auf Tratschniveau, sondern auf dem Niveau eines Supervisors. Unsere Beziehungen werden durch Jesus auf ein neues Niveau gestellt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wer Christus so dient, wird von Gott anerkannt und ist bei den Menschen geachtet. Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. 3.4.4. Die Aufgabe der Priester. Wie in welcher Form kann man den tatsächlichen Dienst aufnehmen? Das Tagebuch der Liebesflamme beantwortet auch diese Frage. Sage es meinen Söhnen, dass sie in keiner einzigen Predigt versäumen sollen, die Seelen zur innigen Verehrung meiner Mutter anzueifern. Durch diese Aussage wird unsere Berufung bewusst. Durch Marias Fürbitte werden in den Seelen die Erkenntnisse, die unser Leben verändern, effektiv. Die Effektivität ist also in Marias Hand. Die Priester dürfen nicht versäumen,
dies den Menschen bewusst zu machen. Sie müssen in ihren Vorträgen, Exerzitien sowie Homilien immer wieder hervorheben: Jeder ist Marias Kind. Wir sind Marias Land. Das sollen die Priester immer wieder betonen. Wir müssen Marias Wunsch wachhalten. Die Gnaden der Jungfrau Maria erscheinen in den Sakramenten und den kirchlichen Diensten. Die Priester wiederum müssen diese verbreiten. Ihr Dienst geht über einen alltäglichen Komfort hinaus. Das fordert eine Lebensweise, die mit der Gnade zusammenarbeitet. Deshalb müssen wir für sie so viel beten. Am Anfang der Ausübung eines Berufes gibt die Liebesflamme den Menschen eine besondere Gnade. Man muss aber auch für die geweihten Priester beten. Denn nicht nur jene anfänglichen Priesterberufe will ich dir empfehlen. Jene, die sich noch nicht auf den Weg machten, sondern vielmehr die schon wirkenden Priester. Bringe für sie viele Opfer. Befolgen wir diese Bitte der Jungfrau Maria. Wie wichtig sind die Opfer der Kranken, der Bettlägerigen, die ihr Leiden mit dem Leiden Christi vereinen. Nicht nur die Stigmen von Pater Pio bitten für uns um Gnaden, das tun auch unsere Wunden. Im Tagebuch lesen wir die drängende Bitte von Jesus, die er an alle Priester richtet. Sag es deinem Seelenführer. Mein Herz wurde plötzlich von einem Beben ergriffen. Dann sprach der Herr Jesus in eindringlichem Ton: Bevor die schweren Tage anbrechen, rüstet euch entschieden für den Beruf aus, zu welchem ich euch auserwählt habe. Lebt nicht gelangweilt in gleichgültiger Müßigkeit. Wenn Jesus bei seinem Gleichnis vom barmherzigen Samariter mit den Anwesenden hart ins Gericht geht, weder der Priester noch der Levit half dem Bedürftigen, sondern ein Samariter und das Gebot der Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist neu. Dann müssen wir ebenfalls die harten Worte von Jesus akzeptieren, die sich auf die Rettung der Seelen und die Verbesserung unseres Dienstes beziehen. Wir kämpfen in unserem Leben mit den 7 Hauptsünden. Jesus hilft uns in eindringlichem Ton bei der Gewissenserforschung. Wie bei der Vertreibung der Händler aus dem Tempel oder bei dessen Einweihung säubert Jesus die Kirche und sagt: Ich bin das lebendige Wasser. Satan wird in dem Maße blind, wie er euch daran beteiligt. Hier sagte die heilige Jungfrau auch, dass die Verantwortung nicht nur die Priester belasten wird, sondern alle, die aus Bequemlichkeit sich nicht um die Verblendung Satans kümmerten. Das sind harte Worte und regt uns zu einer ernsten Prüfung unserer Seele an. Geben wir zu, wie viele unserer Tätigkeiten keine Früchte tragen. Wenn ich mir selbst beweisen will, dass die Liebesflamme nicht echt ist, kann ich weitermachen so wie bisher. Ich müsste mich ja sonst ändern.
Es wäre schon ein Fortschritt, wenn ich beginnen würde, die 10 Gebote nachdenkend zu lesen. Der Herr kritisiert, dass man oft ohne Hingabe betet. Als Priester kann man genauso ausreden beim Lesen des Breviers. Stundengebet finden. Keine Zeit. Auch ich sah schon schimmelige Hostien. Oder es war äußerlich alles sauber. Aber nicht alles war rein. Soll ich es konkretisieren? Kann man so etwas niederschreiben, ohne beim Lesen zornig zu werden? Es gibt menschliche Interessen, die keineswegs mit Gottes Wünschen in Einklang stehen. Oder wenn man das Zölibat im Lichte der Liebesflamme betrachtet, traurige Folgen könnte ich aufzählen, doch genug damit. Sapientia sat. Satan arbeitet also dort, wo er noch nicht blind geworden ist. Es gibt also Bereiche in uns selbst, an denen wir arbeiten müssen und wo wir beginnen müssen, sie mit neuen Augen zu betrachten. Wenn Satan in diesen Bereichen blind wird, das heißt, wenn das Licht der Liebe in diese Bereiche unseres dunkelnden Menschseins ausstrahlt und wir unsere wahre Berufung erkennen und erfüllen, wird sich mit Hilfe der Jungfrau Maria eine Erneuerung, eine Wandlung einstellen. Fangt schon endlich einmal an. Lasst das Gnadenwirken meiner Liebesflamme auf euch zuströmen. Zum Anlauf gebe ich euch eine wunderbare Kraft, allen und auch einzeln. Eine besondere Kraft gibt uns der Gehorsam, unsere Weihe an die Jungfrau Maria. Diese Opfergabe trägt Früchte, besonders für jene, welche die Bedrängnisse der Zeit verstehen und Verantwortung tragen und übernehmen. Unerwarteter Trost ist ein einmaliges Geschenk, bei dem wir immer wieder mit Dankbarkeit verweilen müssen. Er hat eine heilende Wirkung. Über diese außergewöhnlichen Worte lohnt es sich nachzudenken. Das Gebet um das Gnadenwirken der Liebesflamme ändert die Gegenwart und nicht die unsichere Zukunft. Die Gnade will uns jetzt umhüllen. Wir müssen sie jetzt annehmen. Die Kirche ist in der Welt in großer Gefahr. Und daran könnt ihr mit eurer irdischen Macht nichts ändern. Nur die heilige Dreifaltigkeit und die Jungfrau Maria, sowie die Engel und die Heiligen, und die durch sie diese erretteten Seelen, können der Kirche helfen. Das Gnadenwirken bildet keine Hierarchie und ist kein didaktisches, organisatorisches System. Wenn das so wäre, würde die Kirche auf Knopfdruck funktionieren. Das Tagebuch spricht von einer familiären und gnadenvollen Vereinigung. Was eindeutig mehr ist, als was wir selbst erfinden könnten. Um das zu verstehen, helfen uns Jesus oben zitierte Worte. Ebenso wie auch sein Aufruf, überschreitet euer Maß. Das müssen vor allem die Priester tun.
Die wortwörtliche Mitteilung der heiligen Jungfrau. Die Priester, wenn sie montags das Fasten einhalten, befreien in ihrem Messen, im Moment der Konsekration, unzählig viele Seelen aus dem Fegefeuer. Seit ich diese Mitteilung kenne und die Worte befolge, werde ich öfters zu Kranken oder Sterbenden gerufen. Menschen mit neuen Ordensberufungen melden sich bei mir. Ich erlebe erschütternde Beichten, in denen Leute zur Kirche zurückfinden. Es melden sich Menschen, die nicht getauft sind, aber Jesus suchen. Schon deshalb lohnt es sich, dass wir die Liebesflamme annehmen. Aber wir sollten uns der Liebesflamme-Bewegung nicht aus Berechnung aus anschließen, sondern aus tiefstem Herzen. Du sollst mir eine ewige Zuflucht sichern. Auch du spürst, dass wir zueinander gehören. Deine Liebe soll nie ruhen. Obwohl sich Jesus mit diesen Worten an Frau Elisabeth wendet, lädt er uns ebenfalls zu einer vertrauten Freundschaft ein. Seine göttliche Liebe, ich nenne euch nicht Diener, ich nenne euch meine Freunde, setzt sich hier fort im Wir gehören zueinander. Er sucht und findet das menschliche Gegenstück zu dem Gnadenwirken der Sakramente. Im Tagebuch bittet Jesus die Gläubigen, faste jeden Donnerstag und Freitag bei Brot und Wasser und opfere es auch für die Priester. Es ist bewegend, wie viele Menschen für uns beten. Und wir wissen es gar nicht. Wenn eine unserer Arbeiten Früchte getragen hat, ist das nicht nur unser Verdienst. Auch viele andere haben dazu beigetragen. Das entspricht auch den Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils, dem Lumen Gentium, demnach unsere Eigenberufung nicht nur uns dient, sondern auch dem Nächsten.